Himmel über Berlin habe ich 2 Jahre vor dem Fall der Mauer gemacht und hatte deswegen ein bisschen was Prophetisches. Auch, dass die Engel da durchgehen konnten. Trotzdem haben wir, als wir den Film gedreht haben, alle nicht im Traum daran gedacht, dass wir das erleben würden. Und der Film ist ja heute auch so eine Art historisches Dokument dieses Berlins, was es auch nicht mehr gibt. Also so wenig wie es Ost-Berlin heute noch gibt, gibt es West-Berlin heute noch. Also das ist ja beides verschwunden. In einer neuen Stadt, die sich ja dann auch in den 90ern und im 21. Jahrhundert wirklich komplett selbst erfunden, neu erfunden hat. Im Kino gibt es dieses schöne Medium der Erzählstimme oder der inneren Stimme, dass man also sozusagen einem Gedankengang folgen kann. Und das Tolle beim Himmel über Berlin war, dass diese Engel also die Fähigkeiten hatten, tatsächlich die Gedanken der Menschen zu hören. Das war ein schönes Element, um die Filmsprache auch zu bereichern. Wie ich drauf gekommen bin, weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall war es irgendwann mal eine Möglichkeit des Films. Haben wir dann auch sehr ausgenutzt. Auch die Schauspieler fanden das toll, dass sie nicht reden mussten immer oder auch Menschen zuhören konnten, ohne dass sie was gesagt haben. Und dann habe ich das Medium, also der Erzählstimme oder der inneren Stimme, eigentlich immer sehr gemocht und auch viele Filme mit meiner eigenen Erzählstimme gemacht. Also zum Beispiel Tokyo Ga. Und ich finde das eine große Bereicherung der Möglichkeiten, die man als Erzähler hat. Menschen sozusagen ins Herz hören zu können. Bis ans Ende der Welt kann man ja sogar die Träume von Menschen sehen. Also dieser Innerlichkeit nahe zu kommen, das war immer was, was mich sehr interessiert hat. Und das Filmemachen hat mich immer mehr interessiert als ein Lernprozess, wo man der Geschichte auf die Spur kommt, die man gerade erzählt. Und wenn man es vorher schon weiß, von A bis Z und vor allem das Ende schon weiß, frage ich mich halt manchmal, warum mache ich denn den Film überhaupt? Deswegen drehe ich gerne chronologisch und eigentlich lieber ohne festes Drehbuch. Aber wie gesagt, es wird schwieriger, immer schwieriger heutzutage und deswegen bin ich über die letzten 20, 30 Jahre auch immer mehr dazu gekommen, Dokumentarfilme zu machen, weil da darf ich das. Da muss ich niemandem vorher sagen, was ich am nächsten Tag drehen will. Ich glaube, meine Lieblingsarbeit, meine eigene, ist bis ans Ende der Welt, weil ich da irgendwie am meisten investiert habe. Also nicht nur Geld, sondern tatsächlich auch Zeit, Lebenszeit. Ich habe den Film angefangen zu schreiben und zu recherchieren Ende der 70er Jahre. Und als ich ihn endlich machen konnte, war es 12, 13 Jahre später. Das ist auch ein wahnsinniges Unterfangen. Es ist wirklich der ultimative Roadmovie, so hieß es jedenfalls damals auf dem Plakat von den Verleihern. Das war auch nicht falsch, weil wir sind um die ganze Erde gereist und durch 10 Länder und letzten Endes chronologisch. Und da habe ich schon am meisten auch als Erzähler gewagt und auch am meisten irgendwie von mir selbst reingepackt. Also das ist schon so ein, für mich auch beim Machen so ein Hauptwerk gewesen. Es hat lange Zeit gedauert, ich habe lange damit geschnitten, lange gelitten, weil der Film erst von den Verleihern zugrunde gerichtet wurde, indem sie ihn auf ein Reader's Digest zusammengeschnitten haben, also auf die Hälfte. Jetzt endlich, 20 Jahre später, durfte ich rechtlich auch meine eigene Version verleihen und habe die dann wieder hergestellt in 4,5 Stunden. Und das ist der Film, den wir damals gemacht haben und auf den ich sehr stolz bin. Und für mich schon so, da ist irgendwie alles zusammengekommen, was ich mag und was ich kann. Wir haben auch viel in Japan gedreht, in Hakone, das war herrlich. Und ich durfte mit dem Hauptdarsteller fast aller Oso-Filme auch drehen, dem Ryo Shishu. Also es war für mich schon eine glorreiche Erfahrung.